O Lord, believer, pnima, nefesh Yehudi, Ja, Amina. einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Kai Rocker, ich bin hier so mit der Mitveranstalter und da wollte ich Sie langsam und vorsichtig in den Abend einführen. Organisatorisches zuerst. Wir haben da hinten Getränke stehen, wer da sich bedienen möchte, gerne. Da steht auch eine kleine Box der Deutsch-Israelischen Arbeitsgemeinschaft. Wer eine kleine Spende da lassen möchte, sehr gerne. Die können immer das Geld gebrauchen. Ansonsten muss ich Sie darauf hinweisen, auf die Corona-Regeln. Am Platz kann die Maske natürlich abgenommen werden, aber sämtliche Bewegungen, die dann außerhalb stattfinden, bitte mit Maske. Ja, heutige Veranstaltung wird durchgeführt von der Werteunion in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Israelischen Arbeitsgemeinschaft. Und wir freuen uns, so einen tollen Hochkaräter hier Ihnen vorstellen zu können, aber das macht Simone gleich. Nach der Veranstaltung wollen wir auf der Terrasse uns noch ein bisschen hinsetzen, vielleicht einen kleinen Snack zu uns nehmen und ein oder anderes Getränk. Da wird der Herr Uhrmann auch dabei sein und da könnte man vielleicht auch so ein bisschen sich austauschen. Würde uns freuen, wenn Sie noch zahlreich bleiben können. Das müsste es dann zum Organisatorischen gewesen sein und jetzt übergebe ich gerne an Simone Schermann. Sie führt dann alles Weitere durch. So, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie hierher gefunden haben, trotz all der Widrigkeiten, die es heutzutage im Leben so gibt. Mein Name ist Simone Schermann, ich bin erste Vorsitzende des DIA, des Deutsch-Israelischen Arbeitskreises. Wir haben mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft nichts zu tun. Wir sind ein eigenständiger gemeinnütziger Verein, den es seit 1974 gibt. Der Verein saß in Ettenheim, das ist bei Freiburg. Jetzt, seit ich Vorsitzende bin, ist der Sitz sozusagen nach Freiburg gegangen. Der Verein wurde gegründet, vielleicht nur mal ein Satz dazu, warum wir, denke ich, ein besonderer Verein sind. Also der Gründer meines Vereins, der Robert Kreis, der sehr gerne hier gewesen wäre, der aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein kann, hat den Verein 74 gegründet, nachdem er persönlich 72 bei den Olympischen Spielen in München dabei war. Also er war in der Sportjugend tätig, er hat so Austausch gemacht zwischen deutschen und israelischen Jugendlichen, Sportjugend. Und er war vor Ort, als die israelische Olympiamannschaft im Sarg oder in Särgen in die El Al-Maschinen geladen wurden. Und daraufhin hat er diesen Verein gegründet, weil ihn das auch so, ja, weil er sich gedacht hat, da muss was passieren, es muss was getan werden. 1974 gab es auch noch nicht so enge Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, wie es die heute gibt. Das vielleicht nochmal so kurz zu unserem Verein. Dann hat der DEA sehr viel Zeitzeugenarbeit gemacht. Es gab sehr viel Landjudentum in Ettenheim, in Kippenheim. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Israel waren, ob Ihnen der Name Steff Wertheimer etwas sagt. Man sagt in Israel salopp, Steff Wertheimer ist der reichste Jude in Israel. Also der ist in Kippenheim geboren. Kippenheim ist ganz in der Nähe von Ettenheim, wo der DEA gegründet wurde. Ja, vielleicht das einmal dazu. Dann möchte ich heute unseren Referenten Gerd Bührmann vorstellen. Gerd ist nicht zum ersten Mal Gast des DIA. Deswegen freue ich mich, dass er auch hier mal für Sie da sein darf. Vielleicht einmal zu Gerd. Gerd ist einer der vielseitigsten Künstler in der Kölner Kunstszene und ein großartiger Performer. Das werden Sie bald feststellen. Er ist geboren im Emsland und ist Autor, Blogger, Moderator und Regisseur. Spielt in Macbeth, spielte in Shylock, in Shakespeare, in Shakespeares Kaufmann von Venedig. Und er hat auch andere Theaterkonzepte, zum Beispiel, die er sich selbst ausgedacht hat, wie Ein Abend ohne Barbara Streisand. Das würde ich auch gerne mal sehen. Er inszenierte an diversen freien Theatern. Er ist auch mit Gedichten und Liedern von Heinrich Heine zu sehen. Und mit Heinrich Heine, würde ich mal sagen, verbindet dich fast schon eine tiefe persönliche Beziehung. Wie Heine ist auch Gerd ein kritischer und auch ein nachdenklicher, aber auch humorvoller Geist. Mit seinen Monologen
übt er auch Gesellschaftskritik, die ich finde heutzutage mehr als notwendig ist. Diese Monologe können Sie auf seinem Blog Tapfer im Nirgendwo auch sich anschauen. Die haben wirklich einen philosophisch-humorvollen Charakter. Seit einigen Jahren schreibt Gerd Würmann für die Jüdische Rundschau, für Tichys Einblicke und für die Achse des Guten. In seinem Blog und in seinen Artikeln verteidigt Gerd Würmann die freie Rede, kämpft für den Erhalt offener Debatten und kritisiert mutig, wie ich finde, den neuen hässlichen Auswüchse der Cancel Culture und des neuen Kontaktschuldprinzips, von dem wir sicher alle mehr oder weniger betroffen sind. Wenn nicht mehr Argumente zählen oder die rationale Urteilsfähigkeit, sondern zunehmend zur Schau gestellte Haltung oder die richtige Gesinnung oder die richtige Moral, sind wir eigentlich wieder bei Heinrich Heine, wie ich finde. Beide Männer, Gerd und Heinrich Heine, kritisieren und kritisierten das Klima der Zensur und sind Streiter und Schreiber für die Meinungsfreiheit. Heine schrieb einst folgendes Plädoyer für die Meinungsfreiheit. Zitat: Ich bin nicht dazu geeignet, ein Kerkermeister der Gedanken zu sein. Bei Gott, ich lass sie los. Mögen sie sich immerhin zu den bedenklichsten Erscheinungen verkörpern. Das Lebensmotto von Gerd Würmann ist, glaube ich, nimm, was du hast und flieg damit. Das ist von Kermit dem Frosch. David Berger, ist, glaube ich, Blogger und Journalist, sagte einst über Gerd: Ich kenne keinen liberaleren, klügeren und absolut hassfreieren Kämpfer für die Menschenrechte, für die Gleichberechtigung Homosexueller, der gegen das Gift des Antisemitismus kämpft, als Gerd Burmann. Seine Sperre bei Facebook ist ein Schlag ins Gesicht unserer offenen Gesellschaft, beziehungsweise dessen, was davon nach Maas und Merkel noch übrig ist. Heute Abend freuen wir uns auf den Nathan-Komplex, der viele dieser angesprochenen Dinge behandelt. Und wir feiern ja dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich glaube, in Paderborn sind es 900 Jahre, glaube ich. Gibt es, glaube ich, verzeichnet jüdisches Leben seit dem 9. Jahrhundert, wenn ich das richtig sehe. 1700 Jahre jüdisches Leben, was ist das? Was ist die jüdische Geschichte? Weiß nicht, darüber sich mal Gedanken zu machen, lohnt. Weil wenn ich Ihnen zum Beispiel etwas aus Freiburg erzählen darf, um das zu verdeutlichen, was ich meine. Wir haben dort jedes Jahr, seit vielen Jahren, am 5. September immer den Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Wir leben da im Dreiländereck, das findet immer statt mit Frankreich und der Schweiz. Dann gibt es ein wunderschönes Programm. Wenn Sie in die Schweiz gucken oder nach Frankreich, gibt es dort auch tatsächlich Veranstaltungen zu jüdischem Leben. Wenn Sie nach Freiburg kommen, kriegen Sie einen Stolperstein, eine Stolpersteinführung. Wir schreiben das Jahr 5782 nach jüdischer Zeitrechnung. Also jüdisches Leben ist mehr als nur Stolpersteine. Jüdisches Leben ist mehr als nur 12 Jahre Schreckensherrschaft oder Mord an Juden. Und dafür machen wir den Vortrag. Das ist ein Auftaktvortrag, denn ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, wir planen auch schon einen weiteren Vortrag, wenn alles gut geht. Wir haben schon die Zusage von Henrik Broder, von Chaim Lolli. Ich weiß nicht, ob Chaim Lolli was sagt. Er ist wie Henrik Broder Journalist. Er ist Schriftsteller, wohnt aber in Israel. Also sind wir alle auf das gespannt, was uns die Zeit in Bezug auf Corona noch bringt. Wenn alles klappt, findet die Veranstaltung im September statt. Max Otte hat auch zugesagt und wir schauen mal, ob das klappt. So, dann wünsche ich Ihnen sehr viel Vergnügen mit dem Nathan-Komplex und bitte Gerd Würmann auf die Bühne. Dankeschön. Ja, da möchte ich gleich in das Jahr 1843 springen, denn da war Heinrich Heine hier ganz in der Pnima, Nefesh Yehudi, Amina.